Ja, wir waren eigentlich überall. Piratenhöhle, Leuchtturm. Und mehr ist nicht begehbar. Also als nächstes Basilus. So, nachdem wir geheilt haben. Worum geht es diesmal? So, wir sind geheilt. Bis auf 2 Trefferpunkte bei Nera. So. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? So ein bisschen buffen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das kennen wir alles. Was hat das zu bedeuten? Kommt nach Berikos. Zombies? Man kennt hier wahres Wesen nicht. Du bist doch ein Zaubersatz. Das kann ich mir nicht erklären. Doch sorge dich nicht. Dieses auch anderen schon wieder fahren. Und ich weiß, was man dagegen tun kann. Es geht ganz schnell und tut kaum weh. Ja? Ich hab keinen Bock zu helfen. Kalesnau. Ja, mein Schatz. Jai Kales. Für wenn das euer Mann. Was ist denn diesmal? Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? So, dann benutzen wir auch mal hier eine Schreckensaura. Ihr habt geläutet? Ah, das ist nicht so gut. Ja, aber natürlich. Worum geht es diesmal? Ja, wie kann ich helfen? Von Verstärkung von hinten war nicht die Rede. Worum geht es diesmal? Warum denn ich? Ja, wie ihr wisst. So. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Handschuhe. Basilus heiliges Zeichen. Ein Kriegshammer. Bolzen nehmen wir auch mal mit. Worum geht, wie ihr wünscht. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Eine Halskette. Oh, Hammer plus 2. Wie gut ist denn sie mit Hämmern? Streitkolben und Schleuder eigentlich. Okay.
Okay, Handschuhe, die wir nicht identifizieren können. Das macht dann eher näherer. Ups, das war das falsche Ding. Das ist ja eher ein Questgegenstand. Elanders Handschuhe der Verwechslung. Ungeschicklichkeitshandschuhe. Mhm. Können also verkauft werden. Wie kann ich helfen? So, sind wir wieder voll mit Bolzen. Worum ihr braucht. Und haben Basilus an seinem Steinkreis. Auch erledigt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Dann können wir uns den Rest dieser Karte angucken. Würde ich mal sagen. Ah ja, war eine gute Idee, noch ein bisschen zu warten, bevor wir Safana holen. Gehen wir erstmal hier unten lang. Das ist auch eine seltsame Gruppe. Ich höre zu. Fürs Erste. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, ist hier nicht noch ein Ghoul gewesen, der abgehauen ist? Ja, da ist ein Ghoul, der abgehauen war. Genau, Ghoule geben nicht viel Erfahrungspunkte. Im Gegensatz zu Düsterschrecken. Nein, bleibt stehen. Am Ende ist die Verrücktheit noch ansteckend. Beruhigt euch, für was ist das für ein Wahnsinn, von dem ihr spreche? Ich habe gehört, die Krankheit des Geistes sei noch ansteckender als die des Fleisches. Lasst mich in Ruhe, denn ich will mit dem Fluch, der euch ereilt hat, nichts zu tun haben. Beruhigt euch, was ist das für ein Wahnsinn, von dem ihr spreche? Ich bin schon mein ganzes Leben lang Kaufmann auf dem Land und kenne mich deswegen mit Geflügel aller Art aus, aber da im Osten läuft ein teuflisches Huhn herum. Als ich es hochhebe, sprach es mit ungeheuer menschlicher Stimme zu mir. Entweder hat mich ein schlimmes Fieber ergriffen, oder dieses Huhn ist von einem bösen Geist aus den tiefsten Tiefen der neunten und untersten Hölle besessen. Kissig scheint besessen von einer angeblichen Begegnung mit einem sprechenden Huhn zu sein. Obwohl ich an seinem Verstand zweifle, behauptet er, das Huhn befinde sich östlich von uns. Falls er die Wahrheit sagt, muss ich das Huhn mit meinen eigenen Ohren hören. Achtung, Wölfe. Na, gehen wir erstmal hier hoch. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, Achtung, Wölfe, stimmt. Das wird. Ja, mittlerweile tun uns Wölfe nicht mehr so schnell umhauen. Ich erinnere mich an den ersten Wolf, dem wir in diesem Let's Play begegnet sind, der uns mal instant töten konnte.
Bis jetzt sehe ich das Hühnchen noch nicht und ja, ich erinnere mich an das Hühnchen. Da ist das Hühnchen. Danke, ihr habt mich gerettet. Hier, ihr seid kein gewöhnliches sprechendes Huhn. Ich fürchte, ich habe zu viele Schläge auf dem Kopf bekommen. Demnächst höre ich noch Hamster sprechen. Ah, teuflische Magie ist am Werk. Dieses Huhn ist besessen. Der Vogel ist verhext. Nehmen wir mal das zweite. Danke, ja, das war genau das, was ich in diesem Moment gebraucht habe. Ihr lacht mich aus, während ich lernen muss, wie man Eier legt. Was zeigt mir, verehrtes Huhn? Warum befindet ihr euch in dem Zustand? Nein, ich weigere mich, diese Unterhaltung auch nur ein Wort fortzuführen. Wenn bekannt wird, dass ich mit Geflügel spreche, werde ich zum Gespött der ganzen Schwertküste. Nehmen wir mal die Eins. Danke, Mutter allen Zaubers, vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt endlich auf. Ich bin Melikamp von Berigost, ein Zaubermeister der mythischen Künste. Meistens ist es aus, sie liegt wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch abgelesen habe. Vor mehr als einem Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem bin ich einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückgekehrt. Vermutlich ist es eine göttliche Strafe für irgendein früheres Vergehen oder Fehlverhalten. Da mische ich mich nicht ein. Gibt es jemanden, der euch helfen könnte? Ich fürchte, wir haben nicht die benötigten magischen Kräfte. Verdammter Mist, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die unangenehmste Müdigkeit. Unmittelbar westlich von Berigos gibt es ein Anwesen, wo der Magier Talantir anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird. Dann lass uns zu seinem Wohnsitz gehen. Wir werden euch begleiten. Obgleich ihr ein Lehrling seid, scheint ihr nicht sicher zu sein, dass er euch helfen wird. Ach, das ist gar nichts wirklich. Das Verhältnis zwischen Lehrling und Meister ist halt oft gespannt. Es wird helfen. Er wird helfen, da bin ich ganz sicher. Ja, ich werde euch begleiten. Hab Dank. Es ist westlich von Berigos. Er lebt in einem großen Anwesen. Bis wir diesen Ort erreicht haben, kuschel ich mich so lange in euer Bündel. Ja, jetzt haben wir irgendwo ein Huhn. Hühner sind flugunfähige, gezimte Vögel, die nicht nur wegen ihres zarten Fleisches, sondern auch wegen der Eier geschätzt werden. Alles eines aller morgendlichen Leckerbissens, auf dem man auf vielen Bauernhöfen wie auch in den Städten an der Schwertküste nur ungern verzichtet. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir schleppen eine Portion Chicken Wings mit uns rum. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe niemals probiert, was passiert, wenn ich das Huhn ablege. Ich, warum denn ich? Und dann liegt es einfach rum. Okay. Wie kann ich helfen? Oh, das sind Schreckenswölfe. Ja, wie ihr wünscht. Geben gute Erfahrung, tun aber auch gut weh. So, und wenn ich jetzt so gucke, sind wir eigentlich auch mit diesem Gebiet durch. Gut, hier oben scheint noch ein bisschen was zu sein, aber das ist dann nur Aufdeckerei. Gut, das heißt, wir können jetzt die Gebiete abklappern. Und auch zur Enklave reisen dann als nächstes. Hi, Bogo. Das war's. Okay.
Gut, ich will noch ins nächste Gebiet und da vielleicht rasten. Okay. Das heißt, wir speichern jetzt mal wieder. Das wäre jetzt Let's Play 009. Speichern. Und dann gibt es hier einen Cut. Bis gleich.